Nein. Nee, die kannst du aber zu deinem Dingsi nutzen. Oben müssten komische Leute sein und die kannst du dann da reinlocken. Oder du willst sie einfach nur abknallen, wenn du nicht darauf bestehst. Unforastero. Fuck Also haben die me. gerade Unforastero gesagt, oder Ja. wie? Ja, gut. Die reden gerne. Oh, fuck die Kamera, Alter. Junge, die ist so bekackt. Oh, Ja. oh. Schieß auf ihn. Ich wollte ihn eigentlich da Schieß rein. auf das, schieß auf den Sprengsatz da hinten, auf diese orange Leuchten. Gott, ja, Ach, doch. bis ich da ausgeschissen habe, Du ist der Typ schon 10-mal bei mir. Jetzt habe ich gar keine Muni mehr, sehr solltest mal gut. besser. Doch, du müsstest. Ach so, Lade muss ich die einfach nach. ausrüsten oder was? Nee, lad einfach nach. Wie lädt man denn nach? Wenn du automatisch 0 hast, dann kannst du einfach schießen. Das Ah, lädt dann okay. automatisch nach. Okay. Du kannst übrigens die Handgranate ausrüsten, aber ich empfehle dir, sie zu behalten. Wahrscheinlich für Für das, größere was gleich Zombie-Horden oder so ein kommt. Scheiß. Nee, für eine Menge Herde an Zombies, weil ja. Ich denke schon, weil der Anfang, wenn du ins Dorf kommst, das wird auch etwas schwer, aber hey, du kriegst eine gratis Schrotflinte und das ist toll. Oh, nice, Schrotflinten sind gut. Ja, Ich mag Schrotflinte. Schrotflinten. Nur das Blöde ist, Leon ist halt so ein bisschen angeschlagen. So ein bisschen. Na, nur ein bisschen, ja. Er humpelt nur und hat anscheinend eine fette Wunde am Bauch. Ach nee. Da, Sonst. übrigens, da ist jemand drin. Da ist jemand drin. Das weiß ich noch. Da drin. Der Ey, hat das Gesicht ich drin. würde gerne die Waffe ziehen können, also so und Ja, mich und dann dabei bewegen rumlaufen, ich können. weiß, Das. aber Oh. das ist ja der eine schöne Charme am Spiel, sag ich mal. Du musst deinem Gegner. Nee, mach das besser nicht. Das ist nur Verschwendung von Leben. Ah. Hat er dich Gott. bemerkt, oder Ah, was? Kamera. Ah. Ja, der hat irgendwas gesagt, aber von da kommt einer. Oh, Der rennt okay, dann sogar war es der ziemlich da. Schieß ihn schnell. mal ab. Mach Push. Und mach nochmal Push. Die glauben. Push. Ah, Gott. Oh ja, die halten nur zweimal aus. Okay. Geh am besten. Ja, der ist genau gleich da rum, oder? Ah, what the Oh, doch nicht. Doch nicht. Oh, Ach dann nee, war das es ist nur ein das. Tote. Ja, Ne Tote. eine Tote. Das ist ein Zombie. Oder? Vielleicht. Es war eine Frau, denke ich mal. Sieht eher so aus wie ein. Achso. Oh, mach Puff. Ich höre aber noch Kampfmusik, das ist nicht gut. Na, Kampfmusik ist immer nicht gut. Aber keine Sorge, ich denke nicht, dass da irgendjemand draußen ist. Bleib in der Hütte. Ich Geh in die höre auch Hütte. irgendwie. Blute alles aus. Irgendwie ist das gar nicht gut, dass ich Kampfmusik höre. So, ein zweites grünes Kraut, das ist gut, nimm das. Sollte ich das nicht langsam mal verwenden für meine Gesundheit oder so? Ich werde dir sagen, warum du das noch nicht tust. Ohne Okay. Blendgranate geht auch. Damit kannst du stunnen. Ja, stunnen. Ja, auch gut bei größeren Horden von Ja, auch gut Zombies. bei Golden Horn. Übrigens, Alter. warte, bevor du weitergehst, geh ins Menü. Ah, da ist ein Typ, da ist ein Okay, Typ, da ist ein töte Typ. ihn erstmal. Ah, oh, Gott. Gewöhnst dich ordentlich noch dran. Okay, Pablo. Obwohl, nee, von dieser Entfernung ist es nicht so eine gute Idee. Hä, wieso das? Weil, je näher ein Zombie bei dir ist, desto größer machst du ihm Schaden zu. So ist das nochmal. Denke ich zumindest. Geh ein bisschen näher ran und rede mit ein bisschen. Wer Nee, dreht? jetzt geht er weg. Ja, Ah. toll, jetzt nähert er sich mir da. Logisch. Hier sieht man der Intelligenzquotient eines Zombies gleich null. Er hat. Ah! Ah. Wie, der ist noch nicht Übrigens. tot. Danke. Übrigens, du hast gesehen, wie er rumgezampelt ist, nachdem du ihn ins Gesicht geschossen hast. Ja, man kann ihn bestimmt dann Dann finishen. kannst du ihn treten. Aber Ja. das Treten muss nicht unbedingt ihn finishen. Aber Okay. es ist recht gut und eignet sich auch bei großen Herren. Wenn ein Zombie da mal so ein bisschen rumhampelt und du einen Tritt machst, dann fetzt du einfach mal alle Zombies weg. Oh, da oben Okay. sind ja drei von denen. Ja, warte mal kurz. Und sie Vier, rennen. drei. Nee, sie rennen weg, keine Sorge. Okay. So, geh erstmal ins Menü. Ins Menü. Und jetzt sage ich dir, was außerordentlich wichtig für dich sein wird. Die Kräuter. Es gibt Okay. drei verschiedenfarbige Kräuter. Die grünen sind zur normalen Heilung. Die roten sind zur. Wozu waren die roten nochmal? Ach egal, das wird wahrscheinlich Das noch hat vorkommen. niemanden zu interessieren. Die roten hast du eh nie benutzt, gib's doch zu.
Doch, habe ich, auf jeden Fall. Und die gelben sind zu deiner Gesundheitserweiterung zuständig. Also du siehst hier, da unten hast du ja eine bestimmte, so ein komischer weißer Strich bei deiner Gesundheitsleiste und der kann sich erweitern. Okay. Und um das zu erreichen, darfst du nicht einfach so die Kräuter fressen, du musst sie mischen. Ah, Zumindest okay. die gelben und roten musst du mischen. Wahrscheinlich Die brauche. grünen Kräuter kannst du einfach so essen, weil Leon total vegetarisch drauf ist. Ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel drei grüne Kräuter mische, dann bekomme ich doch bestimmt was Besseres bei raus, oder? Das ist dann sozusagen ein Dingsi. Was hast du da unten unter der Pistolenmuni? Wie hieß es nochmal? Erste Hilfe-Spray. Erst genau, Das ja. ist dann sozusagen eine Vollheilung, weil ein normales grünes Kraut heilt dich jetzt sozusagen ein Viertel der Energieleiste. So. Okay. Zwei machen ein halbes und drei machen halt alles. Ich habe sogar eine Karte. Hier hast du die Karte. Schreibmaschine, bla bla bla. Ja, und das komische leuchtend rote Ding ist dein Ziel, wo du hin Oh musst. Gott. Und es wird noch viel Oh Gott. Schreibmaschinen geben, sonst was. Es gibt auch noch den Händler, der meiner Meinung nach total awesome ist. Und ja, aber der kommt erst später. Viel Scheiße ist denn hier? Alter, wo Es geht's wird denn? noch viel mehr Scheiße kommen, keine Sorge, noch viel mehr. Das ist gerade mal ein Bruchteil davon, was da noch auf dich wartet. Alter, what the fuck? Ist das für ein Und das ist riesen... übrigens erst das erste Kapitel, was da auf dich wartet. Dann ist Übrigens, hier das ist ein was... großer See. Der ist eindeutig viel schneller zu überqueren, als du denkst. Keine Sorge. Oh, okay, das ist das mit dem, wo, wenn man da eine Zeit lang... Okay, egal. Immer einfach mal weiter. Ja. Also das hat so eine Art Open World oder was das Spiel? Das wusste ich Ja, gar nicht. so ist eine ganz große Open World, sagen wir mal. Interessant. Ja, ihr müsst wissen, ich habe noch nie ein Resident Evil gespielt für alle Leute, die jetzt... Ah, da war er drauf. Da ist... Ich habe ihn auch gerade gesehen. Du sind Ah, da. oh, er kommt. Ah! Was zum Teufel? Er hat sich geduckt, weil er dachte, du willst schießen. Zum Beispiel so, wenn sie so machen, dann kannst du sie auch treffen. Hier, jetzt kann ich den Rad. Okay, ich denke, er ist tot. Ja, Ja, aber er er hat ist tot. nichts gedroppt. Aber hier ist Pistol Muni, das ist gut. Ja, Pistolenmuni findest du an jeder Ecke. Denken wir mal. Später gibt's auch noch andere Waffen, wie Schrotflinte, Sniper, sonst was, Gut, und die dafür werden. ist die Muni wahrscheinlich dann rar wie sonst was. Nein, nein, Auch nicht. nicht. Nö. Aber Pistolenmuni findest du halt wie Heu am Meer. Also, sehr viel. Strand am Meer. Am Sand am Meer, so. Strand am Meer, Heu am Meer. Oh, Heu! Am Meer gibt's ganz viel Heu. Heu, heu, heu. Genau. Okay, öffne. Ah, okay, die üblichen Resident Evil Türen. Leon, how you holding up? Bad question, Hannigan. Sorry to hear that. I'm sending you a playing manual. Hope you find it Das useful. bringt uns I'll jetzt auch take a nicht look mehr. at it. Thanks. Ich habe mir schon all die Steuerungen erklärt. Dankeschön. Ein Hier, hier. Spielhandbuch. Hat sie das gerade wirklich gesagt? Ja. Hier zum Okay. Nachladen. Oh, perfekt. Okay, hier wird alles noch erklärt. Ganz Oh. Zum Nachladen. Ach so, ja, okay. Ja, befindliche Gegner können Aktionstaste getreten werden. Inventarbildschirm wechseln. Ja, klar, das ist logisch. Das mit dem Okay. Verbinden werde ich dir noch erklären und sonst was. Ja, das ist einfach nur die Notizen, die Leon Was macht. wird denn noch kommen? Ach so, sind die Notizen interessant? Sollte man die Die lesen oder was Notizen ist? sind das, was du gerade gelesen hast. Ach so. Also, du wirst ja auf jeden Fall. Guck erstmal. Das wird eine miese Stelle, das sag ich dir. Du kannst ranzoomen. Zoom ganz lang. Upp, hallo, da hängt jemand ab. Das ist doch der Ja, Typ diese von... komischen Typen, diese komischen Personen hier, die sind alle ein bisschen komisch. Und guck mal, die haben Hühner sogar. Sind voll lieb. Aha. Wie ein kleines Dörfchen, nur voller komischer Psychopathen. Aber das hat auch noch alles seinen Grund. Und ich denke, manche Bossgegner werden für dich schwer, weil solange du nicht mit der Steuerung zurechtkommst. Aber hey, es ist machbar. Selbst ich hab's geschafft. Heilige Scheiße. Ja, Ja, das... übrigens, ich kann dir nur raten, geh nicht in das Dorf einfach so reingestürmt. Sei nicht so dumm wie ich. Das da, das ist doch der Gringo, der mit mir in dem Teil gesessen hat, oder? Ja, ich denke schon. Ich meine, ich erkenne ihn wieder an seinem Nennen Bart und... wir ihn, wie nennen wir ihn? Wir nennen ihn, François. Fernando. Fernando. François, weil das auch so ein spanischer Name François. ist. Ich denke, er hat nicht französisch geklungen. Doch, das war ein Deutsch-Franzose.
Französe, ja. Französe. Friseuse. Ich kann okay, bestimmt hier links rein, ja. Ja, kannst du. Und ich sag dir, sobald du ein einziges... sagen wir, schleich dich in ein Haus und hoff auf das Beste. Besser, du heilst dich nochmal davor, bevor du einfach... Okay, gut, gut. Da muss ich jetzt doch das Heilkraut fressen. Ja, friss einmal. Eins müsste reichen. Ja. Gut, voll. Alter. Wenn's für dich problematisch wird, dann benutzt die Granaten. Mach Gebrauch davon. Wo ist hier ein Eingang? Hier ist kein Haus, verdammt. Da sind mehrere Häuser. Da kann ich rein. Ja, mach einfach das, was du denkst. Ich guck dir währenddessen ein bisschen oh zum Gott, Unterricht. Oh Gott. Aber wenn's eskaliert, dann ja. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, wo du Schrotflinte findest. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich auffalle? Sobald du dich jemanden näherst, dann, ja, dann gehen alle auf dich los. Oh scheiße, mich hat einer entdeckt. Kacke. Oh scheiße. Ja, am besten da rein, sofort. Gut, schnell rein. Hat es zwei Eingänge? Nein. Okay, nee, das ist falsch. Aber... nein. What the fuck? Schieß nochmal. Gut. Boah, hab ich ihm gerade den Kopf zerfetzt? Ja, du hast ihm gerade den Kopf zerfetzt. Das passiert öfters. Ich hoffe, es gibt keinen anderen Eingang in das Haus hier, sonst bin ich am Arsch. Ich denke schon. Die kommen auch durchs Fenster. Du kannst... Was? Genau, das meinte ich. Die kommen auch durchs Fenster. Du kannst da den einen Schrank dahinter schieben, wenn das wirklich nötig ist. Schieß drauf. Mach die Kisten kaputt am besten. Mach die Kisten... Warte. Okay. Töte erstmal die komischen Kisten. Ah, fuck. Ah! Scheiße! Genau das meinte ich. Du kannst übrigens auch durch die Fenster fliegen. Ja. Nimm nicht das Messer. Nimm die Pistole. Mach Gebrauch von der Pistole. Das Messer hilft dir nicht. Genau deswegen. Ja. Okay, du bist ja. Genau deswegen. Fuck, man. Keine Sorge, du bist tot. Das muss ich auch nur total dissen. Du bist tot. Was ein Scheiß. Das Spiel verarscht mich, Mann. Weiter, ja, nein. Nein. Ah, oh, fuck. Abbruch. Nö, geht nicht. Fuck. So, du bist jedenfalls wieder hier. Oh Gott. Das wird noch... Deswegen habe ich auch gedacht, vielleicht sollte Daniel das doch auf leicht spielen und nicht auf normal. Nein. Weil diese Stelle ist schon... mit zu Anfang eine der beschissensten, vor allem mit dieser Steuerung, wenn man nicht weiß, wie man mit der Steuerung zurechtkommt. Ich versuche jetzt von hier aus zu attackieren. Okay, versuch's einfach. Es kommt nicht darauf an, dass du jeden einzelnen tötest, es kommt darauf an, dass du, ich sag dir Daniel, such die Schrotflinte, nimm die Schrotflinte, nimm ein bisschen Munition mit und warte einfach, bis eine Sequenz ausgelöst wird. Weil nach einer Zeit wird eine Sequenz ausgelöst. Du wirst auch schon sehen, warum. Kommen da unendlich viele oder was? Nee, da kommen nicht unendlich viele. Es kommen nur eine bestimmte Anzahl. Entweder du tötest alle im Zeitlimit oder du wartest einfach ab, bis Aber irgendwo muss ich mich ja verschanzen können. Und hier gibt's zumindest keine Rückseite, von der die mich attackieren können. Es gibt nur quasi eine Seite. Genau. Deswegen versuche ich mal hier... Öffne mal die Karte. Es müsste eigentlich auch eine Abkürzung geben. Ach egal. Ah. Also Karte. Gucken wir uns mal das Dörfchen an. Ja, also dein Ziel ist da oben. Kann ich da... Okay, zoom mal ein bisschen ran. Zoom mal ein bisschen ran. Also, ja genau, da warst du drin gerade. Da war ich drin, oder? Nee, du warst da in dem ersten da. Da warst du drin. Im zweiten, oben. Ja genau, da im zweiten. In dem zweiten Gebäude, oben ungefähr, rechts oben, da ist die Schrotflinte. Okay. Das heißt, du musst da rein, keine Sorge, dann kommt eine Sequenz und Leon verschanzt sich da in das Ding und du kannst dann sofort zur Treppe raufkommen und dir die Schrotflinte holen. Ja, aber dazu muss ich ja an allen vorbeischleichen. Oder du kannst einfach durchrennen, das geht auch, aber das ist eine weniger gute Idee. Hat er mich jetzt entdeckt? Nein.
Ja, weil da vorne ist ja die eine Frau am Heu-Dingensen, weißt du, was ich Ja, die meine? kannst du abknallen. Die kannst du abknallen. Ja, Oder das du hört doch kannst jeder. sie. Ja, eben. Selbst wenn du sie aufschnetzeln würdest, würde es jeder hören und jeder würde auf dich aufmerksam werden. Ja, ist ja toll. Ja, leider. Also muss ich quasi in das Haus reinrennen, anders Du geht's musst gar in nicht. das. Beziehungsweise hoff einfach darauf. Renn ein bisschen nach und knall die sofort ab. Knall sie ab. Die ist böse. Ja, das Ja. glaube ich, dass die böse ist. So, und nochmal, schnell. Ah, Nicht schnetzeln. ich wollte sie treten. Ich weiß, aber zu nett. Ah, oh, die sind mit uns tot, Mann. So, jetzt ist sie tot. Kopf weggetreten. Und ich kann dir nur sagen, hol dir Vorräte. Beziehungsweise du kannst dir die Vorräte alle noch holen. Also. Ja, genau da ist das Haus, genau. Danke Ja. dir. Vayan por detrás. Who are these people? What are they planning? Chainsaw. Das, was Leon gerade macht, kannst du zu deinem Vorteil nutzen. Die Schränke davor machen. Heilige Scheiße! Nee, nee, mach das besser nicht, mach das besser nicht. Schieb den Schrank davor. Wo ist der Schrank? Was? Da ist der Schrank, genau. Schieb den davor. Oh Gott. Stopp, du bist perfekt. Pfeile aufhalten. Geh nach oben, sofort geh nach oben. Schmeiß die Leiter da hoch. Da, genau, da ist die Schrotflinte. Nimm sie. Ja, Gewehr nehmen, nein. Ich lasse es da. Oh, fuck. Schmeiß die Leiter runter, sofort, genau da. Geht das? Ja, kannst du. Nein! Okay, du bist rausgeschossen. Oh, du bist auf dem Dach, wunderschön. Ah! Du kannst übrigens das Gewehr ausrüsten. Das ist besser als die Pistole. Helfer! Oh, es geht nur, wenn du. Gut gemacht, Daniel. Du machst deinen Job bis jetzt. Da war überhaupt keine Leiter. Oh, dann war da. Ach so, das ist ein Chainsaw Geh weg von dem, geh weg von dem, Daniel. Geh weg von Man. dem. Nein, Oh, geh nein, weg von nein, dem. los, los. Geh weg von dem. Der tötet dich instant. Der tötet dich. Der ist Wenn schon ich einmal dich dann töte, dann bist du tot. Geh weg von dem. Geh weg von dem. Der ist doch tot. Nein, der ist nicht tot. Der hält viel aus. Der hält super viel aus. Oh, genau. Oh, das funktioniert genau, das meinte ich. Aber pass auf, dass Scheiße! Geh weg von dem. Geh weg vom Dach, Daniel. Geh Ja. weg. Wohin denn? Es geht doch. Renn einfach durch. Renn durch. Wo bin ich durch? Renn durch und hüpf runter. Hüpf runter. Runter. Und zieh dich etwas zurück. Ja, zieh dich etwas zurück. Zieh dich etwas zurück. Heilige Scheiße, was? Dreh dich um, dreh dich um. Ja. Okay. Fuck. Geh mal kurz ins Menü. Fuck, ja, heilen oder was? Ja, besser mal. Heil dich erstmal. Und rüste die Schrotflinte aus. Muss ich hier so einzeln ausrüsten, achso. Ja, die musst du. Musst du immer machen, wenn du zu einer Waffe switchst. Okay. Genauso wie Granaten. Achso, ja. Die Handgranaten können. Ja, nimm mal die Handgranate und time das etwas gut, falls Wie wir. werfe ich die Handgranate? Also ist genauso wie bei der Waffe. Du zielst und dann wirfst du. Oh Gott, der Chainsaw-Typ. Ja, wirf die Handgranate. Ich habe Sofort überhaupt an. keine Dingens. Boah. Hoffen wir, dass es ihn getötet hat. Der hält viel aus. Glaube schon. Sobald du den Chainsaw-Typ übrigens getötet hast, müsste die Sequenz aktiviert werden. Müsste. Ja, sieht ziemlich Denke tot sofort. aus. Oh Gott. Genau das meinte ich. Er ist nicht tot. Warte besser bis. Was denn? Ja, stieß. Das hat zum. Ja, jetzt. Warte, da kommen noch mehr, oder? Warte, was? Oh ja, da kommen noch mehr. Ich dachte, das wäre die lebensrettende Sequenz. Ich dachte das auch. Oh, deine Pistole ist. Die ist leer. Ja, die ist leer. scheiße. Aber der Chainsaw-Typ ist tot. Gut, gut, gut. Nur irgendwie hat's nichts genützt. Lade nach, lade nach, lade nach. What the. Lad nach, sofort. Ja. Schieß. Oh Gott. Mach am besten die Blendgranate, wenn dir das zu viele werden. Nein, das wird mir nicht zu viel.
Nein, alles cool. Das stunt die aber übrigens. Ja. Geh zu denen hin und mach einen Kick. Oder? Nee, besser nicht. Ja, genau. Jetzt schreck mich an, endlich diese Sequenz ausgelöst wird. Die, von der du die ganze Zeit sprichst. Das kann nicht sein, dass wir die alle umbringen. Renn das ins Dorf, renn das ins Dorf. Es werden viele. Renn durch. Ah. Nicht treten. Renn durch. Entschuldigung. Ich kann es mir nicht erklären. Weiter nach, weiter geradeaus, geradeaus, geradeaus. Geh zum Turm. Oder ja. Geh mal. Nee. Nee, was, wo? Geh ins Haus. Ja, toll, tritt die Tür ein. Hast ja recht. Hol dir am besten mal ein bisschen Muni. Oh. Ja, das klingt. Ja, oh ja, Geld. Das brauche ich. Kannst du mit dem Messer aufschneiden. Da ist eine Handgranate. Nimm die. Die wird dir noch das Leben retten. Gott, schmeiß die Leiter da runter. Oh, okay, gelbe Muni. Aber so, umwerfen. Gut. Also, könnte schon mal nicht mehr hier. Oh, ja, das ist ein Bett. Sieht aus, als hätte hier lange niemand mehr. Geh durch das Fenster. Ja, komm, durch das Fenster. So, geh mal aufs Dach. Die Frage ist, wie kommen die hier aufs Dach? Frage ich mich auch. Schau dich ein bisschen. Geh am besten wieder in den Eingang und warte, bis die ganzen. Ach, da.